Sevim Dardelen ist stellvertretende Fraktionschefin der Linken im Bundestag. Mit ihr spreche ich über deutsche Rüstungsexporte, die Türkei Erdogans und über persönlichen Mut. Herzlich willkommen zum DW-Interview. Vielen Dank. Frau Dardelen, Sie haben Bundeskanzlerin Angela Merkel mal daran gehindert, den Bundestag zu verlassen, als Sie eine Rede begonnen haben. Wie haben Sie das denn geschafft? Naja, wir sind oppositionsführende Fraktion gewesen in der letzten Legislatur. Und ich finde das eigentlich nicht respektierlich, wenn gerade die Bundeskanzlerin, wenn sie die Regierungserklärung macht und die Debatte eröffnet, nicht abwartet, alle Rednerinnen und Redner und ganz besondere die der Opposition. Weil bei der ganz großen Koalition ist es sowieso so, dass die Redezeit für die regierungstragenden Fraktionen sehr, sehr lang ist und für die Opposition sehr gering ist. Und da finde ich, gehört es mit zu unserer parlamentarischen Demokratie, dass die Regierung auf jeden Fall auch ein Gehör hat für die Opposition. Und da habe ich sie einfach direkt angesprochen, weil ich das unverschämt fand, dass sie gerade den Saal verlassen wollte, als die Opposition mal zur Sprache kam. Das beweist, Sie haben keinerlei Angst vor großen Tieren. Sie haben sich angelegt mit dem Außenminister Sigmar Gabriel, mit der Fraktionschefin der Grünen Göring-Eckardt, sogar mit dem linken Idol Gregor Gysi. Woher nehmen Sie diesen Mut? Na, ich glaube nicht. Also ich bin ja ein Kind der Arbeiterklasse. Ich bin in einem sehr starken sozialen Brennpunkt geboren und auch aufgewachsen. Die Sozialreportage des Enthüllungsjournalisten Günter Wallraff, daran kann man sich vielleicht noch erinnern, ganz unten, das war meine Geschichte. Weil ich bin gerade auf dieser Straße eben aufgewachsen, in der Dieselstraße in Duisburg-Burghausen. Und da war es ganz schön, ja, rough, würde man so sagen. Und da musste man sich durchsetzen. Auch in einer Familie mit 6 Kindern insgesamt muss man sich auch durchsetzen lernen. In der Schule, in dem Viertel. Und insofern nehme ich natürlich kein Blatt vor den Mund. Und ich fürchte auch nicht. Aber ich finde auch, das gehört zur Politik, zur Redlichkeit, dass man furchtlos und auch unerschrocken bleibt. Ihre Eltern sind aus der Türkei nach Deutschland eingewandert. Ihre Mutter ist Kurdin. Schlagen da 3 Herzen in Ihrer Brust? Naja, ich werde ja oft als Türkin bezeichnet, vor allen Dingen von vielen Nazis, die nach Hause gehen sollen, in die Türkei wird gemeint. Als Kurdin bezeichnet, weil meine Mutter, ihre Muttersprache Kurmanji ist. Mein Vater, seine Muttersprache war Türkisch. Ich finde aber, diese ganzen Zuschreibungen sind mehr eigentlich Projektionen. Ich selbst bin hier geboren und aufgewachsen. Ich habe allein den deutschen Pass und ich fühle mich sehr wohl damit. Die Beziehungen zwischen der Türkei, Deutschland und den Kurden sind auch gerade politisch ihr Thema, weil die Türkei die Kurden im Norden Syriens mit deutschen Panzern angreift. Ausgerechnet den Verbündeten Deutschlands im Kampf gegen den IS. Und Sie nennen die Bundesregierung feige. Warum? Ja, weil die Bundesregierung sich einfach wegduckt bei einem Völkerrechtsbruch des NATO-Partners Türkei, was ganz eindeutig einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg hier angefangen hat, weil es weder eine Einladung der syrischen Regierung aus Damaskus gibt für diese Intervention, noch gibt es ein Mandat des UN-Sicherheitsrates, noch wurde die Türkei angegriffen. Und insofern ist das ein Völkerrechtsbruch und ich erwarte von einer demokratischen gewählten Bundesregierung, dass sie hier ganz klar Position bezieht auf Seiten des internationalen Völkerrechts und diesen Völkerrechtsbruch auch als einen bezeichnet. Das hat sie nicht getan, sie hat sich weggeduckt. Sie hat sich weggeduckt, als die Bilder öffentlich wurden und die Videos, dass die Türkei diesen Angriffskrieg mit deutschen Leopard-Kampfpanzern begeht, an der Seite mit islamistischen Mörderbanden, die sie seit Jahren bewaffnet und auch selbst ausbildet und ausrüstet. Und deshalb finde ich diese Bundesregierung feige. Sie sollte dazu stehen, dass sie einen solchen Aggressor selbst mit Rüstungsexporten hochgerüstet hat und dass diese Rüstungsexporte jetzt in einem Krieg angewandt werden. Sie gehen grundsätzlich davon aus, dass Rüstungsexporte ein politischer Irrweg sind. Muss man nicht aber zugestehen, dass die deutschen Milan-Panzerabwehrraketen den Kurden geholfen haben, viele Menschenleben nicht riskieren zu müssen im Kampf gegen den barbarischen IS? Also gerade dieses Beispiel zeigt ja, wie irrsinnig die deutschen Rüstungsexporte sind. Wie jenseits von Recht und Ordnung und Gesetz die Bundesregierung deutsche Waffen in alle Welt liefert, in Krisengebiete, in Spannungsgebiete, ja selbst in Kriegsgebiete, gegen unsere gesetzlichen Bestimmungen.
und dass sich kein Mensch über den Endverbleib irgendwie interessiert aber oder ist den denn kontrolliert. Der Kampf gegen den IS nicht gerechtfertigt? Selbstverständlich ist der Kampf gegen die Barbaren des Islamischen Staates gerechtfertigt. Die Kurdinnen und Kurden dort haben ja auch an der Seite der Allianz der Willigen unter der Führung der USA dort einen mutigen Kampf gekämpft. Sie haben sich verteidigt. Aber das macht es doch noch mal makabrer hier, dass die Bundesregierung mit ihrem Kumpanen, dem Erdogan, in der Türkei jetzt die Kämpferinnen und Kämpfer, die gegen den IS gekämpft haben und uns alle sozusagen beschützt haben, bewahrt haben vor den Barbaren des IS, dass die jetzt wiederum bekämpft werden mit deutschen Panzern. Das zeigt, dass diese deutsche Rüstungsexportpolitik eigentlich ein Offenbarungseid ist in Sachen Sicherheit und Außenpolitik der Bundesregierung. Die Türkei hat verlangt, dass die deutschen Leopardpanzer, die sie besitzt, jetzt auch noch besser ausgerüstet werden. Die Bundesregierung lehnt das ab. Sind Sie wenigstens darüber froh? Naja, ich würde sehr froh sein, wenn die Bundesregierung tatsächlich das ablehnen würde. Allerdings ist das nur ein Betrugsmanöver der Bundesregierung. Sie wollen jetzt der immer breiter werdenden Kritik die Spitze nehmen. Sie wollen sich Zeit verschaffen, indem sie sagen, wir haben es jetzt erstmal aufgeschoben. Allerdings sagt die türkische Seite, dass nur ein Gesprächstermin verschoben worden ist. Es ist nichts ausgesetzt, nichts annulliert, nichts suspendiert worden. Und der Vorbescheid vom 16. Oktober 2017 in Sachen Modernisierung der Leopard-2-Panzer, das gilt ja immer noch. Und ich befürchte, dass die Bundesregierung weitermachen möchte wie bisher mit den Rüstungsexporten. Die Türkei befindet sich auf dem Weg in die Autokratie, in eine Diktatur möglicherweise sogar. Wie sollte Deutschland mit dieser Türkei umgehen? Na, zunächst einmal wird ja viel von Normalisierung der Beziehungen gesprochen, weil Außenminister Gabriel in seinem Wohnhaus in Goslar jetzt dem türkischen Außenminister Tee einschenkt. Und ist es nicht richtig, wenn man krisenhafte Verhältnisse hat, dass man Gesprächskanäle noch nutzt? Selbstverständlich. Also wir als Linke und auch ganz sehr persönlich, auch ich, sind dafür, dass man Dialoge führt. Ohne Dialog ist alles nichts in den internationalen Beziehungen. Aber Dialog ist etwas anderes als zu Hause kumpelhaft Wohnzimmerdiplomatie zu machen. Hier geht es nicht nur um einen Dialog. Also Waffenexporte sind meiner Meinung nach kein Beitrag zum Dialog, sondern ein Beitrag zum Unfrieden angesichts der innenpolitischen Krisensituation in der Türkei und auch der außenpolitischen Rolle der Türkei. Sie kritisieren Erdogan scharf. In Deutschland, die hier lebenden Türken stehen zu 2/3 ausweislich der Wahlen zur Präsidialreform hinter Erdogan. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum so viele Menschen jemanden wählen, der die Bürgerrechte abschaffen will? Es gibt mehrere Momente, wie man das erklären kann. Das eine ist, dass der türkische Präsident Erdogan in der Türkei selbstverständlich auch viele Reformen mit angestoßen hat, für relativen Wohlstand gesorgt hat, was bei vielen Bürgerinnen und Bürgern türkischer Herkunft auch in Deutschland, aber auch weltweit Pluspunkte gemacht hat. Aber man muss auch sehen, dass es auch ein Netzwerk gibt des türkischen Staatspräsidenten und seiner Regierungspartei, auch in Deutschland, dass dieses Netzwerk eine unheilvolle Allianz, würde ich sagen, bestehend aus Lobbygruppierungen, bestehend aus der Moscheevereinigung DİTİB, aus Schlägerbanden wie den Osmanen Germania, die bewaffnet sind, die auch Andersdenkende hier einschüchtern und bedrohen, dass dieses Netzwerk sehr stark darauf ausgerichtet ist, die Menschen für die Interessen der türkischen Regierungspartei zu gewinnen. Einschüchterung und Bedrohung, das erleben Sie auch selber? Bedauerlicherweise ja. Und ich finde das eigentlich skandalös, dass in der Bundesrepublik Deutschland frei gewählte Abgeordnete aufgrund ihres Mandats und ihrer Ausübung des Mandats, wo sie ja nur ihrem Gewissen verpflichtet sind, wir bedroht werden aufgrund dessen, dass die türkische Regierung und der Präsident selber immer wieder gegen Abgeordnete hetzt, weil wir unsere Arbeit so machen, wie wir sie machen. Also unsere Meinung sagen und natürlich auch versuchen, in den deutsch-türkischen Beziehungen eine Wende einzuleiten hin zu einer Neuausrichtung der deutschen Türkei-Politik. Im Netz, auf Ihren Accounts, schlägt Ihnen blanker Hass entgegen? Wie gehen Sie damit um? Wenn es Morddrohungen gibt, dann schreite ich wirklich in Aktion und das wird alles zur Anzeige gebracht. Ich bin nicht gewillt, das hinzunehmen, weil ich finde, das Netz ist kein rechtsfreier Raum und da kann man nicht einfach Menschen beleidigen. Ich finde, eine harte, sachliche Auseinandersetzung ist okay und ist auch gewünscht von mir,
Aber es darf keine Beleidigung geben, keine Hetze und kein Hass. Seit 2016 stehen Sie unter Polizeischutz. Ist das ein hoher Preis für Ihren Mut? Wenn man es bezahlen muss, bin ich gewillt, diesen Preis zu bezahlen. Es ist natürlich nicht schön, weil die Selbstverständlichkeit oder auch die normalen Dinge des Lebens, die man normalerweise machen würde, ohne auch nur eine Sekunde darüber nachzudenken, ob die Sicherheit von einem selbst oder von einem Familienmitglied bedroht ist, weil das entfällt. Und das finde ich sehr schade. Die eigene Freiheit, sich zu bewegen, wie man möchte, ist eingeschränkt. Aber offensichtlich muss man diesen Preis zahlen, wenn man hier frei sein Mandat ausüben möchte. Und da denke ich aber auch, dass die Bundesregierung mit dazu beiträgt, dass dieses Netzwerk des türkischen Präsidenten in Deutschland Andersdenkende so stark bedrohen kann, dass so etwas notwendig ist. Da muss man entgegentreten. Frau Dahlerin, unsere Zeit ist schon rum, so schnell. Ich würde Ihnen gerne noch drei Satzanfänge geben mit der Bitte, die zu ergänzen. Für Deutsche und Türken wünsche ich mir, dass wir gute Beziehungen haben, vor allen Dingen unterhalb der Regierungsebene sozusagen, und dass aber die deutsch-türkischen Beziehungen sich ausrichten auf eine Friedenspolitik und natürlich auch auf die Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Freiheitsrechte, auch in der Türkei. Für die Zukunft meiner Familie hoffe ich, dass sie gesund bleibt und weiterhin auch stark an meiner Seite bleibt, trotz der Bedrohungssituation. Mein Lebensmotto ist? Unerschrocken zu sein, Mut zu haben und zu kämpfen. Wir wünschen Ihnen, dass Sie das so machen können. Vielen herzlichen Dank. Danke fürs Interview. Danke.